Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, 1-1 gegen Dresden, genau. Hätte ich mir mehr versprochen, aber ist halt so, müssen wir halt mit leben. Jetzt geht's dann weiter gegen Union, bei Union im Videotext-Modus. Und die Rotation haben wir schon hier umgestellt. Wir gucken uns gerade mal unsere Jugend an. Da sind schon einige gute drin. Oh, den Vogel hier müssen wir noch verpflichten für die zweite Mannschaft. Nächste Saison, drei Jahre, zweite Mannschaft. Da haben wir nämlich noch einen guten Keeper da. In der Reserve. Wow. 800.000. Okay, today. So, den hätten wir auch schon mal angeboten. Den 53er rechtes Mittelfeld kann man nicht gebrauchen. Den Stürmer auch nicht. So, dann gucken wir uns mal hier die Reserve an. Erstmal die Aufstellung löschen. So, dann gucken wir mal. Torhüter haben wir 4, 5 Stücke. Alter Falter. Darfst du keinen erzählen. Aha. Er kommt weg. Obwohl er hat 3 Sterne, aber ich habe einen 39er, der hat 3,5 Sterne, der ist besser. 49er, so rum. Der 39er auch noch 3 Sterne, kommt auch weg. So, dann kommt er weg. Immer die Besten mit den besten Sternen nehmen. Es sei denn, die Spielstärke ist dann eklatant höher. Also so 10 Punkte oder 12 Punkte oder sowas. So, Linksverteidiger bleibt, Innenverteidiger bleibt nicht, der bleibt nicht, der kann nach Hause gehen. So, Squizzy kann auch nach Hause gehen, das ist allein schon der Talent schlecht, zu schlecht für. So, jetzt haben wir 2 Innenverteidiger, super. Ein Rechtsverteidiger ist auch gut, ein defensiver Mittelfeldspieler, Nummer 2, mal gucken. Ja. Der darf nach Hause gehen und dann der eine Stern darf auch nach Hause gehen oder anderthalb Sterne. So, nach Hause und auf Wiedersehen. Wir haben ein linkes Mittelfeld. Ja, die können beide nach Hause gehen. Ulrich und wie immer das andere, Dummi irgendwas. Dominik Weidenbach darf auch nach Hause gehen. Nach Hause schicken. Ja, der wird auf jeden Fall sofort in die erste kommen. Wie alt ist der? 16. Nehmen wir den schon für nächste Saison rein? Ja, ne? Können wir schon machen. Vertragsverhandlungen. Ab nächste Saison. Erste Mannschaft. 3 Jahre. Der wird mir sonst weggeschnappt von den großen Vereinen. Da kann ich nicht mithalten. Da muss ich den schon früh genug hochholen. Und kann dann einen von den 2 Zentralen verkaufen. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten, wie man hört. Bin ein bisschen erkältet. Im Sommer Erkältung, das ist echt der Kranke, ey. Naja, so ist das. Muss man halt mit leben, nicht? Wahr? Genau, so. Du kommst als offensiver Mittelfeldspieler. Wimmer. Oh, diese Husterei geht mir um Senkel. So, OM muss aufgestellt werden und trainieren wird der. Na, was wohl? OM, ne? Offensiver Mittelfeldspieler. Also, zack, fertig. So, dann gucken wir uns die Mannschaft nochmal an. Linksverteidiger, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, wir haben 2 Rechtsverteidiger, müssen wir einen weggeben. Dann geben wir den Türken weg. Der ist eh schlechter. Und tschüss. So. Ja, das passt alles. Jetzt können wir sie wieder aufstellen. Zack. Warum spielt der denn? Hä? Der soll doch im offensiven Mittelfeld spielen. Was hat der denn jetzt hier für ein Problem?
OM? Ach, spielt der ZMOM oder was? Nö, ja doch. Hä? Der hätte nicht mehr all. Zentrales Mittelfeld. Genau. Dachte schon, was macht der im offensiven Mittelfeld? Ja. Ja gut, der kann offensiv spielen, aber der soll mal schön im zentralen Mittelfeld spielen. So sieht das doch wieder gut aus. Okay, weiter geht's. Gegen Union Berlin. Im Videotextmodus. Da bin ich aber mal gespannt und so. Jetzt habe ich das verpasst, aber egal. Hab ja genug neue Spieler für nächste Saison. Johansson akzeptiert Vertragsangebot. Sehr gut. Das freut mich doch. Sehr schön. Modest ist jetzt von Köln nach Hoffenheim gewechselt. Na dann. Nee, nach Mainz. Mainz, nicht nach Hoffenheim. Soll er mal machen. So, was haben wir da? Mangala Trainingsziel erreicht. Sehr gut, mein Freund. Ob du bleibst oder nicht, das entscheide ich nächstes Jahr. So, gucken wir mal. Wo haben wir denn meine Maus? Ach, wo ist denn die scheiß Maus schon wieder? Da. Ja. Trainingsziele. Nee, der ist mal auf 85, aber trainiert erstmal kurzer Pass weiter. Oh Mann, was man nicht im Kopf hat, ne? Brekalo hat sein Trainingsziel erreicht. Sehr gut. Da lacht das Herz. Kann auch gleich weiter trainieren. So. Dann kommt der, hat sein Vertragsangebot akzeptiert. Das ist sehr gut. Jugendspieler erreicht Trainingsziel. Oliver Battista Meyer, ja, den habe ich mal von Bayerns Zweite, glaube ich, oder von der Jugend geholt. Weiß gar nicht mehr, ist ja auch egal. Hat sich auf jeden Fall gut gemacht bisher. Ist auch noch verdammt jung. Früchtl hat sein Trainingsziel erreicht, sehr gut. Freut mich doch. Da lacht das Herz. Ja, trainiert jetzt Stellungsspiel weiter. So, hätten wir. Erstmal wieder golfen gehen, damit unser Handicap weiter runter geht. Auf 12 immer noch. So, und jetzt geht das Spiel gegen Union Berlin weiter. Im Videotextmodus. Und los geht's. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie wir gegen Union Berlin abschneiden, aber ich denke mal, da werden wir verlieren. Wir sind Sechster, Union, wo sind Union? Hallo? Wo ist denn Union Berlin? Bin ich schon blöd oder was? Die führen übrigens 1-0. Ah, die sind Achter, okay. Und 2-0 für die. Schön. Ah, das ist herrlich. Kriegen wir wieder eine Klatsche. Ja, wir sind halt noch nicht so stark, dass wir die locker wegpumpen. Das wäre zwar schön, ist aber nicht so. Und so, wollen wir mal 100% geben. Dann wollen wir mal okay machen. Dann macht mein Co-Trainer den Taktgeber und los geht's. Kriegen wir gleich das 3-0 und dann ist die Sache gegessen. Jo, immer noch 2-0 für die. Ja, 3-0, 4-0, jawohl. Jetzt kriegen wir eine Klatsche. Herrlich. Ja, das war's. 4-0 geklatscht und dann ist gut. Naja, wir müssen auf jeden Fall stärker werden. Wir müssen auf jeden Fall nächste Saison wieder aufrüsten mit neuen Spielern.
Ist traurig, ist aber so. Na gut. Dann spielen wir jetzt gegen Sandhausen morgen. Im 3D-Modus. Da hoffe ich mal wieder, dass wir erfolgreich sind. Erstmal machen wir wieder unzufrieden mit meiner Arbeit. Ja, ist klar. Wäre ich auch unzufrieden. So, erste Mannschaft. Dann nehmen wir unsere Sponsoring. Mann, diese scheiß Husten. So, Freikarten. Nehmen wir 1500. Nehmen wir die Hälfte von dem, was in der ersten Liga so ist. Mann. Der scheiß Husten, der geht einem so auf den Senkel, ey, glaub mal. Dann muss ich noch wieder meine Maus suchen, da ist er. So, zack. Gut, dann war es das für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir wechseln noch schnell die Rotation. Auf 1. So, zack. Und wir sehen uns dann morgen beim Spiel gegen SV Sandhausen im 3D-Modus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.